So, liebe Leute, jetzt haben wir uns heute mal an die Programmierung eines Mikroprozessors rangewagt. Und zwar, wir machen das im Moment erstmal mit einem Simulator. Wie das alles geht, sage ich gleich. Wir übergehen jetzt mal alles, was hier vorne steht. Das ist jetzt unwichtig. Das sind praktisch sozusagen die Einstellungen, damit überhaupt der Mikroprozessor später programmiert werden kann. So. Und jetzt gehen wir mal zum eigentlichen Programm. Wir müssen ein paar Variablen, das sind Speicherplätze, reservieren sozusagen. Was als, also as Word bedeutet oder as String, das lassen wir jetzt mal gut sein, das ist jetzt mal überhaupt nicht wichtig. Und wenn wir das haben, sagen wir, okay, wir fangen mit unserem eigentlichen Programm an. Das geht ab hier los und geht immer weiter, bis es zum Beispiel, bis es zum Schluss dann endet. End. Wie das alles richtig funktioniert, das erklären wir später. Aber dieses Programm, das ist ein Programm, und jetzt mache ich mal den Bildschirm groß. So. Jetzt sehen wir hier oben auch, was es hier eigentlich geht. Also, ne, ich hatte ja hier noch den Rahmen, der das eigentliche Programm beschreibt. Und dann werden wir sehen, was hier oben passiert. Das ist meine Fernbedienung hier. Damit kann ich mal eine Pause machen. Machen wir mal eine Pause. Und jetzt geht es weiter. Ich werde also erklären, um was es geht, was wir tun wollen und so weiter und so fort. Wir haben hier so einige Befehlszeilen, die heißen Input, also gib was ein. Und damit wir erklären können, was willst denn du eigentlich von uns wissen, Programm, sagen wir, okay, wie heißt du? Das wollen wir wissen. Und das speichern wir in der Variablen Vorname. Die müssen wir vorher aber erst reserviert haben, als String. Und zwar sieben Zeichen lang. Das ist eine Zeichenkette, ein String. So, und wenn wir das haben, können wir sagen, okay, wenn du das alles gemacht hast, dann ist das so, dann ist das richtig und dann arbeiten wir mal mit diesem Vornamen und dann später werden wir den Vornamen mal irgendwie einordnen und ein 1x1 probieren. Wenn wir das bis dahin alles geschrieben haben, die einzelnen Schritte, die erkläre ich später. Dann gucken wir uns mal an, wie so ein komisches Programm funktioniert und was der Mikroprozessor mit uns machen würde. An diesem Mikroprozessor ist auch angeschlossen ein LCD, also ein Liquid Crystal Display. Das heißt also eine einfache Ausgabe. Da steht auf grünem Untergrund, dann stehen da irgendwelche Buchstaben. So, jetzt können wir anfangen mit dem Programm. Wir starten hier einfach im Simulator. Das ist also der, der erstmal so tut, als wenn er ein Mikroprozessor wäre. Was das hier ist, alles später. Starten wir das Programm und sagen, leg mal los. Hier unten sehen wir, was er gerade macht. Jetzt springt er an diese Zeile. Wie heißt du? Und er fragt uns, wie heißt du? Das will er wissen. Wir gehen da also hin mit dem Enter. Hier ist der Cursor, der blinkt hier ein bisschen dünn. Und ich sage, ich heiße Otto. So, ich gebe ein Enter ein. Und er sagt, hallo Otto. Wartet kurz und sagt, mal sehen, ob du doof bist, Otto. Na, das wollen wir mal sehen. Er stellt uns jetzt Fragen. Und zwar, das haben wir ihm vorher gesagt, was er uns für Fragen stellen soll. Hier läuft nebenbei das Programm ab und man sieht, welche Zeile er gerade abarbeitet. Er sagt, wie viel ist 3x4? Naja, hier steht der Cursor und ich gebe ein, das ist 12. Das weiß ich. Dann antwortet er, 12 ist richtig, weil er das nämlich intern verglichen hat. Mit seinem Ergebnis. Er geht wieder an den Anfang dieser Abfrage und sagt, wie viel ist 7 mal 2? Und jetzt tue ich mal so, als wenn ich mich vertippe, 13. Hier steht das 13 und ich gebe ein Enter ein. Das ist natürlich falsch. Und er antwortet falsch. Also doof, Otto. Mal sehen, ob du doof bist. Das klappt. So, und er stellt uns die nächste Aufgabe. 5 mal 0 ist 0. Wir geben 0 ein. Hier unten ist es, hier. Und er wertet aus. Er fragt ab und sagt, 0 ist richtig. Hier wartet er kurz, damit wir diese Anzeige noch sehen können. Denn ein Mikroprozessor ist sehr schnell und wenn wir nicht warten würden, würde auf der Anzeige putsch, ganz kurz 0 ist richtig stehen und wir könnten es gar nicht erkennen. Jetzt überlegt er wieder, jetzt ermittelt er zufälligerweise wieder eine Aufgabe und sagt 7 mal 4. Ist, nee, 7 mal 2 ist 14. Wir geben ein 14, er wertet aus und sagt,
Na, nur sag was. 14 ist richtig. Und so weiter und so fort, bis wir dieses Programm beenden, bis wir keine Lust mehr haben, bis uns das keinen Spaß mehr macht. Solange läuft sowas. So, dann beenden wir mal diesen Simulator und die ganze Sache ist erledigt. Ich hoffe, es hat erstmal als Überblick geholfen und ja, ich wünsche was Schönes. Macht's gut. Tschüss.